Hallo Modellbahnfreunde, schön, dass ihr wieder reinschaut hier bei DS MOBA TT. Ich habe für das heutige Video einmal ein ganz anderes Thema ausgesucht, und zwar eine Szenengestaltung auf meiner Modellbahnplatte unter dem Titel Hochzeit im Hotel zur Berglehne. Ausgangspunkt zu dieser Gestaltung war das Hotel Bürgerhaus von Auhagen, welches ich als Hotel platziert hatte, mit einer selbst angefertigten Pflasterung in Herbstlaubfarbe, Mauerbegrenzung darum, musste aber sehr schnell eingestehen, dass es keine Akzente setzt. Selbst mit den eigenen gefertigten und angebrachten Wandlampen hatte ich keinen Gefallen gefunden. Unter Hinzunahme von weiteren Gestaltungsdetails favorisierte ich diese Ausschmückungsvariante nicht weiter. Die bisherige Gestaltung mit zusätzlichen Lampen fand ich schon als gelungen, war aber noch etwas ausbaufähig. Ja, was tun? Eine neue Idee bzw. eine neue Szene musste her. Und so reifte die Idee einer Hochzeitsfeier in mir. Falls sich jemand für die Herstellung der Wandlampen interessiert, kann ich nur verweisen auf mein Video Teil 20, Hausnummer Beleuchtung und Wandlampen für Modellbahn Spur TT. Dort behandle ich die Herstellung dieser Lampen etwas ausführlicher. In diesem Video möchte ich nur ganz kurz noch auf die Herstellung dieser eingehen. Man sieht hier also am Druckbett haften die fertigen Wandlampen. Hier einmal das Druckbett abgenommen, noch etwas schlecht zu sehen. Dann natürlich gewaschen und anschließend auf den Aushärter gelegt, mit LEDs versehen. Und eine Funktionsprobe durchgeführt, und danach konnten diese Lampen dann am Hotel befestigt werden. Ja, dann weitere Gestaltungsdetails, sogenannte Leuchtkästen, Reklamen habe ich dann angefertigt. Einmal eine Wandreklame, da sollte dann ein Hotelschriftzug reinkommen, dann sollte ein etwas weiter leuchtender Kasten noch entstehen, der dann weithin sichtbar macht, Hotel zur Berglehne. Das sind dann hier noch mit Stützstrukturen. Die entsprechenden Körper, hier sind sie schon gelöst. Ich habe auch die Kabeldurchführung schon eingebracht. Übrigens alles mit Fusion 360 hergestellt, angefertigt, projektiert, konstruiert. Dann habe ich die Schriftzüge angefertigt und ausgedruckt, diese dann eingebracht. Die Hotelreklame sah dann zum Beispiel, wie hier auf dem Bild zu sehen ist, aus, leuchtend, von weit her sichtbar. Noch etwas weiter von der Gestaltung her, man kann das unten drunter geht eine Landstraße entlang oder führt entlang. Darüber dann ebenfalls die Werbung Hotel zur Berglehne, ein weiterer leuchtender Akzent. Ja, kommen wir zur Hochzeitsgestaltung. Was brauchen wir? Natürlich Figuren, aber auch ein Auto. Ja, und da habe ich mir dann Gedanken gemacht, ein Brautauto selbst zu entwerfen, mit Blumengesteck vorne auf der Motorhaube. Habe dann das Auto ausgedruckt, farblich gestaltet, LEDs eingesetzt. Wie ich das mit dem Blütenstrauß gemacht habe, dazu kommen wir dann jetzt. Als erstes, wie gesagt, ein gedrucktes Auto. Dann ging es mir darum, nach Möglichkeit detailgetreu
so ein Blumengebinde irgendwie darstellen zu können. Das heißt also, die Schleifen, die auf dem Fahrzeug immer platziert werden. Es gibt ja verschiedene Anbringungsmöglichkeiten vom Blumengesteck. Meistens sieht man eigentlich diese große Schleife, die sich vorn über die Motorhaube zieht. Habe diese dann angepasst und jeweils an den Spiegeln verknotet. Übrigens nicht wundern, dass meine Hände so schlecht aussehen. 2 Tage in Reinigungsalkohol. Furchtbar. So, ja, dann im Mittelpunkt von der Motorhaube etwas Klebstoff aufgebracht, damit dann wirklich auch der Bindfaden befestigt werden kann und sich nie löst. Eine relativ einfache Angelegenheit, wo man nicht großartig Obacht geben muss. Selbst überstehender Kleber wird im Nachhinein durch das Blumengebinde abgedeckt. So, dann habe ich die Knoten an den Spiegeln noch einmal zusätzlich verklebt, damit diese sich nicht lösen können. Einmal den rechten Spiegel, einmal den linken. Etwas trocknen lassen. Ja, und dann sah doch das Fahrzeug so an sich eigentlich schon erstmal ziemlich gut aus. So, die überstehenden Fäden natürlich noch entfernt. Wenn ich noch eine größere Schere gehabt hätte, hätte ich diese wahrscheinlich verwenden können. Aber sie hat auch ihren Zweck erfüllt. So, dann ein Blumengesteck. Da gibt es ja diese wunderschönen Grasbüschel, also das kleinste Grasbüschel herausgesucht, entnommen, platziert auf der Motorhaube, dann etwas von der Firma Pollack, und zwar Espenlaub. Die Grasbüschel etwas bestrichen mit Klebstoff, ein paar Espenlaubblätter raufgestreut. Dann hatte ich lange Zeit überlegt gehabt, von der Firma Silhouette gibt es ja diese Blütensortimente. Also ich hatte alle möglichen Farben in Betracht gezogen gehabt, weiß, gelb und so weiter. Aber ich dachte, ein Hochzeitsauto sollte eigentlich immer knallrot sein, die Farbe der Liebe. Also wurde das Fahrzeug mit roten Rosen ausgestattet. Und es sah dann wie folgt aus. So, dann ging es um die Figuren. Ja, ich habe hier so eine Sammelbox von selbst hergestellten Figuren, die ich dann immer mal entsprechend dem Zweck farblich gestalte. Hier zum Beispiel eine Dame, die eigentlich so eine Theaterbesucherin darstellt, hatte ich mir gedacht gehabt, diese kann man dann so ein bisschen noch umgestalten. Kleine Schleier hinten ran, werden wir nachher dann noch mal einmal sehen. Dann gab es eine junge Frau, die ein Tablet vor sich trägt. Da hatte ich mir dann auch etwas Besonderes noch ausgedacht gehabt. Natürlich gehört zu jeder Hochzeitsfeier eine Fotografin. Habe ich dann ebenfalls, diese konnte ich ja dann gleich farblich so übernehmen. Und sind ja auch meistens Kinder mit dabei. Also noch Kinderfiguren herausgesucht. Diese können dann ebenfalls noch farblich umgestimmt werden, was ich aber in diesem Fall jetzt hier nicht vorgenommen habe. So, und dann ein Blick auf die Braut. Mit der Kamera kann man Details erkennen. Da sage ich mal, hätte ich im Vorfeld die Braut noch ein bisschen bearbeiten müssen.
So, der Schleier ist mit einer Lage vom Toilettenpapier hergestellt worden. Einfach feucht gemacht mit Klebstoff und diesen dann befestigt, etwas geformt mit der Hand. So, dann dem Bräutigam einen Anzug, ein Binder und ein Blumenstrauß, Sträußchen verschafft, beziehungsweise diesen damit ausgestattet. So, hier ist die Dame mit dem Tablet. Sie hat also ein Geschenk auf den Arm bekommen, eine weitere Dame als Gast geladen, oder besser gesagt, es sind jetzt alles Gäste, die ich verwandt habe mit Minirock. Eine modisch gekleidete junge Dame, ein Pärchen. Man sieht auf der rechten Seite von der Wade sogar mit Tattoo. Ja, hier wusste ich nicht so richtig ganz, was ich mit dieser Figur mache. Er hat im Nachhinein noch einen Anzug verpasst bekommen. Das ist der, sollte der Schwiegervater werden. Der Vater von der Braut, dastehend als Überlegung, ist dieser Junge auch wirklich für meine Tochter gut geeignet, unsere Fotografin. Und so sah das dann fertig gestaltet aus. Und siehe da, was mir da noch einfiel, ein Schornsteinfeger. Der musste ja auch noch her. So, der Wirt schaute und wartete schon auf seine Gäste. Im Hintergrund befand sich noch ein junger Mann mit einem gelben Porsche. Hier habe ich allerdings die Scheinwerfer noch nicht ganz fertiggestellt. Der gelbe Porsche übrigens das Hochzeitsgeschenk für die Eheleute. Nein, Spaß beiseite. So, dann nochmal ein Gesamtblick. Die Reklame, also die runter zur Bundesstraße, zeigt das Hotel an sich komplett noch einmal dargestellt mit allen Feinheiten. Ja. Das war es dann auch gewesen. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat, dass es einen kleinen Anreiz gegeben hat, vielleicht für ähnliche Szenengestaltungen, die ihr vornehmen wollt. Wenn euch das Video bzw. auch die Gestaltungsvarianten oder die Gestaltungsmöglichkeiten gefallen haben, dann könnt ihr ja einen Daumen nach oben hier lassen, wenn nicht natürlich auch einen Daumen nach unten. Falls es gar nicht eure Zustimmung getroffen haben sollte. Wenn ihr auf dem Aktuellen bleiben wollt und ständig informiert werden möchtet über neue Videos, die auf meinem Kanal angeboten werden, dann abonniert diesen. Ja, ich verbleibe bis zum nächsten Video mit den besten Grüßen. Euer DS Mova TT und schaut ruhig mal wieder rein. Thank you.